Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Ratet mal, wer wieder dabei ist. Ich glaube, er war gerade im Bild. Der ist neu in so einem Tribe, der Praktikant hier. Nein, ich spreche tatsächlich von, sag mal hallo. Achso, du meinst mich? Yo, hi, ja, wie denn sonst? Ja, der Marvin ist wieder da. Und ich habe mir gedacht, endlich, nachdem er so eine ganze Woche lang nicht dabei war, machen wir mal ein bisschen Kaffee und Kuchen. Und dann müssen wir mal erstmal ein bisschen backen. Also, die Zutaten sind 100 Narkotikbeeren. Check. 8 Animal Faces Fäkalien. Medium Größe, also Kacke. Oh Gott, ey, ich muss hier echt ein bisschen was rausnehmen, weil sonst zu viel ist. Check. Ist der drinne? Der ist drinne. Und was fehlt noch? Natürlich Spoiled Meat. Check. Natürlich muss das Ganze natürlich auf kleiner Flamme geköchelt werden, weil Kuchen, den kocht man halt einfach. Ich verstehe nicht ganz warum, aber es wurde auch noch kein Backofen eingeführt. Und natürlich, eigentlich wollte ich ja sagen, der Tommy, der auch in so einem Tribe ist, wird heute mal den Vorkoster spielen. Dummerweise ist er natürlich nicht da, was natürlich bedeutet, wir brauchen andere Vorkoster. Und wir laden einfach andere Spieler ein. Wer ist gerade neben mir oder hinter mir? Ich. Hol mal bitte ein bisschen Scheiße von den Tieren. Da fehlt noch ein bisschen was. Einfach mal reinknallen, bis was verbraucht ist. Medium. Ja, von Schwein einfach. Das in dem einen ist drin. Ich knall einfach durch und du sammelst ein. Ich habe schon eben den Mitspielern gesagt. Die werden gleich mit einbezogen, die freuen sich schon drauf. Dummerweise wissen die noch nicht, was passiert. Ich dachte, wir laden die heute mal zum Kaffee und Kuchen ein. Ich will mal Kaffee-Kuchen sagen, wir haben gar keinen Kaffee. Wir haben ja noch einen Kuchen da. Kriegen gleich von uns lecker Kuchen. Ich wette, die freuen sich schon da drauf. Und ja. Während wir ein paar Backen. Das wird zu viel. Ja, los, Spam E. Praktikant. Ja, der du weißt doch, Praktikanten wühlen immer erst in der Scheiße, bevor sie irgendwie befördert werden. Oder überhaupt eine Chance haben, aufgenommen zu werden. Ah. Los, schneller! Wie viel Kuchen brauchen wir? du hast Glück. Wir müssen das Schwein wechseln. Ja, jeder Spieler kriegt einen Kuchen ab. Komm zum anderen Schwein. Das sind Nein, komm zu. Ignorier die Scheiße. Komm zum nächsten Schwein. Der hier, Du bist ein Profi oder was? Nein, der andere ist schon, hat Hunger bekommen. Das heißt. Wenn da kein Essen mehr im Magen drin ist, kann da kein Scheiß mehr rauskommen. Überraschenderweise sind wir hier im Slot voll. So. Noch mehr Scheiße. Juhu! Ah, noch mehr Scheiße. Irgendwer behauptet ja sowieso immer, dass ich noch Scheiße produziere. Wo er recht hat. Ja, das mache ich doch schon lange nicht mehr. Jo. Ah. Wie scheiße. So, mehr ist nicht da. Damit müssen wir jetzt mal arbeiten. Na komm, Dammel. Nimm die Scheiße auf. Da liegt noch Scheiße. Ja, da liegt noch Scheiße, okay. Lecker. Arbeite scheiße. Mal ein bisschen was. Ich hab dir deine Berufung für dich hier verteilt und... Nee, komm. Lecker. Komm! Ja. Wir brauchen deine Scheiße. Oh, ja. Mach die Tür zu. Ja, ich bugge. So. Ich kann mich nicht bewegen. Na jetzt. Hörst du? Einmal mit Profis. Womit habe ich das denn verdient? Ich krieg immer nur die Praktikanten. Nee. Einfach reinschmeißen, bis Kuchen entsteht. Also die Rezepte sind ja. Man sieht es gerade nicht. Dann sag ich einfach 100 Nacroberries, 100 Spoiled Meat und 8 Medium Fences. Okay, wir haben 15 Kuchen. Viel mehr Spieler haben wir gerade auch gerade auf dem Server. Okay. Scheiße. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Gammelfleisch, sonst können wir da keinen Kuchen mehr machen. Ich guck mal nach, was da ist. Aber sieht schlecht aus. Ein Ei. Na, das reicht auch nicht aus. Hat irgendjemand weggefressen, das Gammelfleisch. Habt ihr noch? Ihr habt noch gar nichts, ey. Jetzt haben wir Praktikanten eingestellt, der kümmert sich nicht um die Tiere. Oder der kümmert sich sogar zu viel um die Tiere.
dass sie nie Gammelfleisch bei sich haben müssen. Ja, toll. Na gut, dann muss es eben ausreichen. 15 Kuchen. Möchte jeder von euch auch ein Stück? Nee, ich verzichte Nein. heute mal. Möchtet ihr denn Kuchen verschenken? Oh ja, das gern. Ja. Okay, dann kommt mal zur großen Base. Ich gebe mal jedem von euch ein bisschen was. Wir haben kein Gammelfleisch mehr. Wir haben jetzt hier ich habe noch über 1000. Ja? Ja, du machst mal alles in den Ofen rein, dass noch ein bisschen Kuchen rauskommt. Ich gebe mal dem Marvin mal einen halben Stack. Wo bist du? Ich bin bei der Schmelze. Spoil. Bei noch mehr Handschellen. Komm her, komm her, komm her. Aber ich habe nur zwei. Oh. Nein, warte, hey, warte. Schmeiß die Hälfte mal wieder raus. Irgendwie wollte er nicht die Hälfte für mich machen. Ist schon schwer, so ein Kuchen. Ja? Ist auch gut, was drin ist. Ist sehr nahrhaft, mein Freund. Ich hätte den Kuchen vielleicht nicht unbedingt Giftkuchen nennen sollen. Jetzt folgt also der hier drauf. Also hier sind noch 4 Kuchen drin. Ja, nimm du die. Die darfst du verteilen. Ja. Das sind deine. 4 Kuchen. Aber nicht essen. Nee. Also nicht alleine. Lecker. Die töten sehr langsam. Und schmerzvoll? Also, nee, sehr langsam einfach nur. Es dauert wirklich lange, bis man daran krepiert. Okay, wir gehen mal die ersten Partygäste einladen. Wir sehen uns dann bis nach dem Cut. Also, mittlerweile sind wir bei Yolos Weggang gekommen. Wir wissen nicht ganz, wie die auf uns reagieren. Komm raus! Es ist auf jeden Fall Jan da. Wir Nein, wollen ja das kommt hier rein! Ja, komm raus! Nee, wir warten hier draußen. Du kriegst einen Kuchen von uns. Wir wollen eine Köstlichkeit mit dir teilen. Komm raus. Hallo. Hi. Hey, Tippex! Tippex! Pack den, komm. Was? Wir nehmen den jetzt mit und dann zwingen wir den das zu essen. Wo ist mein Avis? Da. Wir wollen dir Kuchen geben. Kuchen geben. Okay. Ob du willst oder nicht. Okay. Kommst du den betäuben? Ja. Hier ist noch einer. Guten Tag. Hi. Willst du auch einen Kuchen haben? Willst du auch einen Kuchen haben? Drago? Ich kenne den Kuchen. Was? Ich habe neun gebackt. Lass ihn fallen. Geh weg, lass ihn fallen. Ja. Oh Gott. Genau. Ja, gut gemacht, ey. Du bist auch down? Ja. Macht der mit Granate, ey. Ich bin auch down. Sein. Ey, der hat so viel Zeug dabei. Ohne Scheiß. Gib ihm einen Kuchen. Der hat eine übel krasse Pistole. Soll ich die klauen? Ja. Ja, es ist ein Raid. Es ist ein Raid. Wir dürfen die klauen. Ja. Ich bin auch betäubt, ne? Yolos Weggang hat übrigens eine Mastercrafted 200-prozentige Fabricated Sniper. Die kannst du auch mitnehmen. Nein. Pistole, Mann. Hast du mir den Kuchen gegeben? Gib die zurück! Hallo. Nein! Aua. Oh, ich hab gerade eine Mastercrafted Dings gefunden. Okay. Aua, der Vogel Mastercrafted Fabricated. Er schläft! Sniper. Krass. Ich geb ihm Kuchen. Ich hab ihm Dart reingefallen, Tennis umgekehrt. Ja, ich hab den auch schon Kuchen gegeben. Achso, okay. Ich nehme Munition. Ja, geil, ich sterbe, Mann! Ja. Anscheinend ist der mit Kuchen schlecht geworden. Und die Kantine will ich auch haben. Mann, gib doch meine Sachen wieder zurück! Schmeckt dir der Kuchen nicht? Ich hab mir so Mühe beim Backen gegeben. Ganz viel Liebe ist da drin. Busch? Rede mal mit mir. Hast du den Kuchen gegeben? Habt ihr jetzt die Mastercraft gegeben? Ich hab ihm auch seine Sniper hier geklaut. Ich nehme mir mal. Nehmt Munition und Fernrohr und GPS mit. Der Rest ist egal. Außerdem auch Kantins. Wir brauchen so Sachen, die immer schnell verloren gehen, wenn wir sterben. Vor allem, nehmt die Munition mit. Die Munition ist wichtig. Warte, das ist der Falsche. Wo ist mein Abis? Da. Wer ist das? Das Tippex! Tippex ist wieder auf freiem Fuß. Ja, der hat Kuchen gegessen, der hat schon. Ah, Junge, Marvel mit der Ja, das ist eine Mastercrafted fucking Waffe. Ich bin weg! Was denn? Die Pistole? Könnt ihr bitte wieder mein Zeug geben? Ja, die Pistole kannst du gerne wieder haben. Ihr braucht es doch nicht! Das ist eine Mastercrafted, die, Hier, das, was ich habe, ist Mastercrafted. Oha. Die hatte Busch dabei. Okay. Ich will die. Aber du hast gerade Kuchen bekommen.
Sei mal dankbarer. Ja, bin ich. So, du bekommst nur die Waffe wieder. Das Attachment, die Munition behalte ich. Ja, okay. Wieso ist diese Waffe Mastercraft? Hast du die gerade gefunden oder ist die, Die war bei Busch im Inventar. Okay, krass. Hab ich direkt rausgenommen. Der ist, der hat gleich kein Leben mehr, der stirbt gerade am Kuchen. Ich glaube, der hat sich ausgelockt. Oh, langweilig, ey. Rein mal diese Weicheier, ey. Mal sich da sofort ausloggen, wenn mal wieder ein bisschen gefährlicher wird, ey. Alter. Ja, ich glaube, der war irgendwie angepisst, dass ich ihm die Waffe weggenommen habe. Tja. So ist es, PvP. Okay, wir gehen mal zu den Nächsten. Und verteilen auch mal ein bisschen Kuchen. Bis... Wer ist denn das da? Das ist Taumler. Das ist nicht von uns. Okay, das ist egal. Das ist unwichtig. So. Schon wieder. Wir haben Marie. Die kriegt jetzt einen Kuchen von uns. Das tut mir ja schon irgendwie leid. Marie ist ja schon so unser Lieblingsopfer. Ich habe ja mal gesagt, ganz liebevoll, ich will noch 10 Jahre lang einsperren, damit es alt für mich wird. Marie, bleib bei mir. Marie, ich will dir Kuchen schenken. Komm her. Das ist vegetarisch, versprech's dir. Wo bist du gelandet? Hier auf einer kleinen Insel. Sorry. Wir verteilen du musst den essen. Und jeder bekommt Kuchen. Du musst den essen. Sorry. Dafür muss ich ihn aber zwangsfüttern. Ja. Ich warte jetzt, bis die fast aufwacht. Ich muss Dragobi gerade mal fragen. Warte kurz. Ja? Wo bist du? Auf einer kleinen Insel. Komm mal zu Weichei Island. Ja, ich bin da. Ich hab ja einen. Und dann ein bisschen Richtung Nord. Genau, hier. Da, wo ich jetzt bin. Einfach ein Stückchen weiterkommen. Siehst du mich? Da bist du. Ja. Okay. Dingsens, Marie. So, Schätzelein, jetzt kriegst du deinen Kuchen. Ja, Drago, lass mal bitte. Drago. Hä? Du unter mir. Schau mal noch. Hi. Ey. Dingsens, könnt ihr euch bitte beeilen, weil ich habe eine begrenzte Zeit zum Zocken. Ja, der Kuchen braucht eine Weile zum Wirken, keine Sorge. Wirklich. Du hast mich getroffen. Entschuldigung. Nein. Unverzeihlich. Report. Da hat sich, Marie hat sich übrigens gerade aus Versehen ausgelockt, die wollte auf Options gehen. Und ja. Was genau wird das, Drago? Nein, warum spring ich denn runter? Ich volltrottel. Wie ist das? Schwarzwand, ich wünsche dir einen wunderbaren, gesegneten, guten Appetit mit diesem herrlich leckeren, auf der Zunge zergehenden Kuchen. Er wird dir sehr wunden, das verspreche ich dir. Oh, ich bin noch auf Kuh. Danke, Drago. Danke. Oh, guck mal, das Munition. Und Fleisch. Bekommen wir wenigstens eine Entschädigung, ein Avest oder so? Weil meine letzten ich hab dir gerade Kuchen geschenkt und jetzt soll ich dir noch eine Entschädigung dafür geben? Boah, bist du unverschämt. Ja. Ja, schmeckt der, schmeckt der gut? Unbedingt ein Avis. Schmeckt der gut? Ich tu auch nachbezahlen. Wenn du mir fühlst der Kuchen an? Drago, wenn du mir ein Avis gibst oder irgendwie sonst irgendwas, also Avis, ist egal welches Level, dann sagst du mir, was ich dafür zahlen muss und ich versuche es dann. 10 Euro. Er hat gefragt, was er zahlen soll. Ich sag mal, Standardantwort ist 10 Euro, wenn es was kosten soll. Der Marvin, der killt hier gerade. Wir warten gerade. Ist das okay? Ich werde jetzt nicht mit dir verhandeln, was kostet. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Da will ich sowieso nicht verhandeln. Du hast keinen Avis für mich. Ich habe eine Kugel für dich. Willst du eine? Danach gibt es wieder Kuchen für dich. Ah, nee, der will nicht. Okay. Nee, lass mal. Wir warten noch darauf, dass Marie jetzt gleich mal hier den Kuchen verdaut hat. Daniel, weg ja? Da. Nein! Drago, hast du mir meine Longlegs rausgenommen? Habe ich die Longleg? Nö. Oh Gott, der Marvin, der schmeißt immer seine Gasgranaten um sich, das ist so. Ja, ohne Scheiß, was rennst du da auch rein? Beziehungsweise. Nö, ich stehe ja noch. Wurf. Ich habe deinen Longleg nicht rausgenommen, ich habe mir nur die Patronen genommen. Vielen Dank übrigens für das schöne Geschenk. Ist er abgehauen? Ich gebe ihm wie noch bitte? So ein vergammeltes Fleisch. Ich hab dich grad nicht gehört.
Deine Longneck hast du noch, die Kugeln gehören mir. Das ist irgendwie voll asozial, ich weiß. Aber hey, der Kuchen, der wirkt wirklich sehr langsam. Ich werde am Ende der Folge auch mir selbst noch einen geben. Wenn der Marvin mag, kriegt er noch einen. Wo ist der? Hier. Ja, ja, der Kuchen, der hat, hat eigentlich der Kuchen irgendein Stamina? Nee, Stamina geht runter. Health geht runter, aber Food geht hoch. Yo. Den schnapp ich mir. Verfolgungsjagd. Tatü, tata und so. Woo, 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 woo. I make the police. Whoop, whoop. Was? Wo ist der? Da. Ah, Mist, habt ihr nicht. Wenn ich Glück habe, kriegt er mich ein. Und dann, Oh, Marie ist gerade gestorben. Das tut mir ja irgendwie leid. Ich hätte sie noch abgeschossen. Ich wollte sie eigentlich nur betäuben. Hab ihn. Mann! Sie hat eine Kontakt. Oh nein, ich glaube ihr, das gibt es nicht, oder? Ich glaube, ich muss den Voice Chat gleich mal ausschalten. Das Gejammer geht mir fast auf den Sack. Bist du soweit? Schieß ihn ab oder Bitte nicht, bitte. Aber ich habe Kuchen gebacken. Ich wollte ihn unter euch verteilen. Ich möchte aber keinen Kuchen haben. Ich brauche keinen Kuchen. Ich bin ein ganz friedlicher Mensch eigentlich. Du schießt auf ihn. Der Kuchen ist ja auch für friedliche Menschen gedacht. Junge. Was denn? Treffe ich dich die ganze Zeit? Du musst mir irgendwie Feedback geben. Ich würde lieber wissen, ob du ihn nicht vielleicht gleich umbringst. So sieht das eher aus. Mann, ihr seid echt... Mann! Ach, du hast mir schon Kuchen gegeben. Okay. Ja. Ihr wollt doch jetzt... Marie, deine Sachen sind hier. Ich habe nichts rausgenommen. Selbst in der Kott. Ich bin ja echt drogensüchtig, aber die habe ich dir diesmal gelassen, okay? Alter, mein Vogel hat einen Pfeil im Knie. Weh, was? Ich verreck jetzt an den Kuchen. Weh. Ja, das ist der Sinn der Sache. Immer diese Drohungen, immer diese Drohungen hier. Seid doch mal ein bisschen freundlicher. Ich hab dir extra Kuchen mitgebracht. Und so dankst du mir das? Das finde ich aber gar nicht nett von dir. Nee, das ist doch ganz, ganz cool. Marvin? Also, ich hab ja überhaupt... Unser Fioma ist gerade gestorben. Ich weiß nicht, welches. Keine Ahnung. Hatten wir ein drittes? Kann sein, dass ich irgendwo mal... zufällig eins getamed habe und das jetzt irgendwie elendig verhungert ist. Na, wollen wir es hoffen. Nicht, dass Crusader da unserer Base ist und auch raided, sonst müssen wir da mal hingehen. Weil wir haben nicht bemerkt, dass nämlich viele Base, die wir gesehen haben, die größer sind, anscheinend alle zerstört worden sind, die ich am vorletzten Stream nochmal besucht habe und die waren vollständig. Die sind alle kaputt und ich weiß nicht warum. Anscheinend ist Crusader, also es ist eine Vermutung, nicht, dass sich gleich wieder irgendwer sich angegriffen fühlt und denkt, das ist eine Tatsache oder wird als Tatsache hingestellt. Nein. Wir haben eben was im Chat mitbekommen, dass Crusader anscheinend ein paar Leute raidet und wir wissen nicht, ob die hier vielleicht gerade alle größeren Base am Raiden sind. Und ich finde das ein bisschen schade, weil jetzt sind da überall Ruinen und wir wissen auch nicht, ob diese Ruinen jemals wieder bebaut werden, bewohnt werden oder ob die Spieler noch spielen werden, weil diese Ruinen, die verschandeln nicht nur die Landschaft, was eigentlich mir scheißegal ist. Es sind alle Spots, wo Spieler nicht mehr bauen können. Das ist was Schlimmeres. Und wenn Crusader jetzt jeden Spieler, der ein bisschen größer ist, nach und nach wegradet, dann verlieren wir immer mehr Spieler. Und das finde ich eigentlich gerade ziemlich schade. Ich meine, im Moment ist unser Server noch ziemlich gut besucht. Und ja, da sind jede Menge Cheats. Ja gut, 25, also wir können uns gerade nicht beschweren. Und trotzdem, ich finde das ein bisschen schade, wenn die ganzen Spieler, ist er schon gestorben? Oder ist er weggelaufen? Das ist weg. Okay. Wenn die dadurch, vergrault werden, weil irgendwer meint, ja komm, wir haben 10 Gigas, jetzt gehen wir mal Leute raiden. Und ich werde dagegen vorgehen, wenn das so weitergeht, dann werde ich mich meine eigene Giga-Armee, anstatt eine starke Giga-Armee, züchten. Und dann heißt es hier, deine gegen meine, und dann, meine sind stärker. Frage, wenn BP findet, nee. Ja. Ach komm, Benjamin wollte mir eine lila Fackel schenken. Bin bei euch. Ja, Benjamin ist YOLO Swaggy. Ah, nee. Echt? Ja. Oh, nee, doch nicht. Warte. Ich nehme auf. Müssen wir wieder zurück? Nö, ja, dann machen wir später. So, wer ist denn als nächstes auf der Liste? Eigentlich Crusader, ne? Sollen wir mal gucken, wie die aufgebaut sind? Weil ich war da auch schon länger nicht mehr. Okay, gut.
Also, kurzer Schnitt und dann gucken wir mal nach, wie es denen so geht. Oder wir sehen unterwegs eine andere Base, was größer ist. Oder wo wir Leute mobben. Wo wir Leute zum Kaffee und Kuchen einladen können. So, wir sind bei Austin Dodos. Wir sehen so gut wie gar nichts, weil es echt dunkel ist. Naja, es ist nicht dunkel, es ist einfach nur schwer zu sehen, was hier los ist. Weil, naja, Nebel halt, ne? Es haben sich ein paar Dinge geklärt. Und zwar zum einen. Passt auf, was ihr anhittet. Das Schwein, das gestorben ist, das ist meine Schuld gewesen. Hab ich das gezeigt? Ich glaube nicht. Ich habe den ja Stimberries reingeknallt, aber die hatten kein Fresschen mehr im Trog gehabt, weshalb die einfach mal. Ja, es wird Drago. Lebt der? Ach, hier ist noch einer. Ist der. Nee, ich meine, ist der online? Ja, der ist online, den habe ich gerade betäubt. Okay. Nehmen wir Munition mit? Der hat einen Safe dabei. Alter, nee, lass einen Safe drinne. Nimm nur Verbrauchsgüter mit, wenn du was klaust. Ich habe schon genug geklaut. Da haut einer ab. Ja, wieder Typex und so. Also das Schwein ist auf jeden Fall gestorben, weil ich ja vergessen habe zu füttern. Und dass die Waffe, die eben geklaut worden ist von uns, die wir geklaut haben, das war tatsächlich die 200%ige Autosniper aus dem, was er gewonnen hat. Ob sie deswegen jetzt noch weiterspielt, weiß ich nicht. Der sah nicht besonders glücklich deswegen aus. Der ist direkt danach offline gegangen. Und naja, Raid ist halt Raid, ne? Da sage ich auch nichts anderes dazu. Raid ist Raid. Und naja, andere raiden ja hier auch regelmäßig. Wer ist das da eigentlich? Oh oh, der stellt sich auf den Bronto. Wir kriegen gleich eine fette Cockschelle. Ja, ich nicht. Ich bin nicht mehr da. So, ich hab ihn. So, wen hab ich denn da? Er hat mich ernsthaft abgeschossen. Du hast ihn gekillt, oder? Nein, noch nicht. Benjamin! Ich habe Benjamin! Ich hab ihn. Möchtest du Kuchen haben? Aber ich hab ihn extra mit viel Liebe gemacht. Komm, lass zu Benjamin gehen. Aber wollen wir den hier noch weiter? Oh, ich glaub's ja nicht. Wieso ist der scheiß Avis mit hinterhergekommen? Ripper? Ich hab... Ey. Ripper. Jo, was geht? Alles, was zwei Beine hat. Fuck, kriegt Benjamin nicht. Jetzt. Ach, nee, fuck, ey. Wo ist der? Ach, fuck, ey, ich krieg den nicht. Wir wollen Kuchen verteilen. Und du lebst immer noch? Dann brauchst du noch einen. Okay, ja, okay, schade. Ich hatte ihn. Ich habe jetzt nicht damit errechnet, dass der Avis von ihm so schnell ist. Bis später. Avis, habe ich gesagt, der Quetzel, da hinten ist der. Ah, schade. Schade, schade, schade. Benjamin ist ein Weichei. Das ist schade. Das ist so unendlich schade. Ich hatte ihn und dann habe ich gedacht, ich könnte den kriegen und dann ist er weggekommen. Oh, das sieht mir jetzt aber... Ey, aber ohne Scheiß. Das ist doof. Das ist hier mega geil gebaut. Muss ich sagen, das sieht richtig cool aus. Benjamin war sowieso gerade dabei, die Ausdodos am Nerven und das konnte ich ins Mist vertreiben. Und ich denke mal... wir können jetzt mal zum Kuchen einladen. Benjamin? Will deinen Kuchen essen. Wo ist der denn? Ist er schon wieder hier? Oh, die haben eine Strohhütte gebaut, das ist ganz, ganz doof. Ach, guck mal. Klopf, klopf, wir haben Kuchen. Warte mal. Ja, der hatte schon, Hunger. Der lebt noch. Die Dinos greifen uns nicht an, du hast gerade angegriffen, oder? Keiner zu Hause. Jo. Ich mach mal auf. Soll ich aufmachen, oder? Ich bin schon dabei. Pass aber auf, ne, der könnte dir was irgendwas entgegenkommen. Wir wissen nicht, was da drin ist. Ja. Geh rein. Rainbow Six mäßig, hier hoch. Ich save dich. Ist, glaube ich, gerade mit einem Vogel abgehauen. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ich komme hier nicht weiter. Der ist runtergeglitscht. Der glitscht runter. Der glitscht den ganzen Weg glitscht der runter. Weißt du, das ist Ripper. Ripper, ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Wir haben Kuchen gebacken. Ey, ich werd hier. Ein Hunger. Weg mit dem Kuchen. Marvin?
Nam 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 nam
Der hat schon seinen Kuchen geschleckt. Ey! Pinky, was soll das? Der Typ hier ist schneller tot als. Ey, du hast voll den geilen Kopf, ohne Witz. Willst du noch einen Kuchen haben? Dankeschön. Schau dir mal seinen Kopf an. Ich weiß, der passt so gar nicht. Ich glaube, ich bewache oben den Eingang. Damit man sich nicht aussperren kann hier. Willst du noch mehr Kuchen haben? So, der Typ hier ist gleich tot. Ich hatte schon zwei Stückchen, das reicht. Schon zwei? Na, boah, bist du gierig, ey. Hammerhart, ey. Du frisst den ganzen Kuchen ja weg. Wer hat den überhaupt eingeladen? Und tot. Warte mal, das war. Da war Gunpowder drin. Gunpowder drin. Der Typ ist tot. Ey, der klaut euer Gunpowder hier. Tue ich gar nicht. Der klaut euer Gunpowder. Ey, die Tür ist zu. Ey, wir sind eingesperrt. Ach nee, warte, jetzt. Wir sind eingesperrt. Also, ich würde gerne wieder gehen. Ja, wenn du die Tür aufmachst. Sonst kommen wir nicht raus. Wir müssen uns hier raussprengen. Ach, da ist statt die Tür da hinten, okay. Das ist so verwinkelt. Das ist so verwinkelt. Ich finde hier, nicht raus, sorry. War voll cool hier drin. Ich halt Wache. Tut mir leid, das ist kein quadratischer Würfel. Boah, der hat. Oh, das ist scheiße! Ich wollte den Typen in den Kopf schießen! Oh Mann! Ey, wer ist das denn jetzt hier? Blueberry? Achso, das ist der. Der ist verreckt. So. Kuchen! Letztes Stück Kuchen. Nichts Besseres zu tun. Oh Mann, der arme Typ. Das, was wir gerade machen, ist genau das, was wir gerade machen. Ey! Bist du denn nicht behindert? Was denn? Wer hat beschossen? Der da. Von ihm. Übertreib's einfach. Ich glaube, ich habe seine Eier getroffen. Schmeckt der gut? Lass ihn liegen. Der kann ihn. Hast du ihm auch schon wieder Kuchen gegeben? Das ist unumgänglich. Ey, guck mal, ich habe einen Pfeil im Kopf. Ja, wo nichts ist. Zieh den Pfeil auf gar keinen Fall raus. Die Luft könnte entweichen. Boah. Oh Mann. 1-0 Drago. Aber hier oben noch was Interessantes. Ich würde gerne das Stroh hier anzünden, aber leider gibt es kein Feuer in diesem Spiel, das irgendwie Brandschaden machen könnte. da gibt's, glaube ich, einen Brandfallmod oder so für, aber. Brandfallmod, das ist eine coole Idee. Aber ich glaube, wir lassen jetzt auch in Ruhe. Ich habe dir jetzt nur Narkotics nur geklaut und da hinten ist hier auch jemand. Ist das jemand oder etwas? Da hinten war jemand. Ich glaube, der kommt wieder. Er ist aufgewacht, schnell raus hier. der wacht auf. Ah, weg. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's dann erstmal für heute. Wir werden weiterhin Unsinn machen bis zum 23. 24. Wenn dann das Update kommt mit den drei neuen Tieren. Da ist ein Quetzel. Da ist der Benjamin wieder. Warte, ich hab ihn gleich. Okay, wir warten noch ab, wenn ihr ihn kriegt. Der beendet mir die Folge noch nicht. Hast du ihn? Ja. Okay, habt ihr noch Kuchen? Weil ich hab nämlich nichts mehr. Ja, ich hab Kuchen. Wo seid ihr? Schieß mal bitte eine Leuchtrakete ab. Ja, warte. Wo ist denn hier der Knopf da? Ich bin hier. Wo wollen wir den hinbringen? Komm runter. Einfach runterbringen, aber nicht abwerfen. Der Quetzel nervt. Oh fuck. Hast ihn fallen lassen? Okay, halt ihn einfach in der Luft. Komm her. Dann betäube ich ihn. Oh, falsche Waffe. Du kriegst deinen Kuchen heute doch noch. Und vielleicht kriegen wir auch unsere lila Fackel. Ja. Hab ihn. So, weg ist er. Alter, wie viele Pfeile in dem drin stecken. Na gut, also, ne? Übertreibt's halt. Der hat eine German fucking. Okay, nimm die. Der wollte die uns sowieso geben. Ja, meine. Und gib ihm den Kuchen. Ja, was ist mit den Journeyman Pickaxe und so? Lass drinne. Das kann er alles behalten. Der wollte uns hier einen Blueprint für die Fackel geben. Aber jetzt gibt ihm jetzt einen Kuchen. Nee, Ei, nicht alle. Okay. Boah, der hat fast 500 Leben. Ah, der braucht ein bisschen. Das Coole ist ja, Stamina geht auch langsam runter. Das heißt, der kann ihn nicht regenerieren, wenn er wegläuft. Das ist auch cool.
Ich hoffe, dir schmeckt der Kuchen. Da oben in der Luft. Was? Können wir ein bisschen nachhelfen? Wir nehmen die Rüstung ab. Nee, das hilft doch nichts. Das ist doch nur, ist doch kein Schussschaden. Vielleicht kommt jetzt zufällig ein Dino vorbeigelaufen und isst ihn auf. Nee, das wollen wir. Ich will schon, dass er seinen Kuchen genießt. Ich will, dass er an seinem Kuchen, am Kuchengenuss stirbt, weil er zu gierig war. Jetzt kann er sich auch nicht mehr regenerieren. In den Handschellen? Ja. Pinke Handschellen. Nee, er hat, er kriegt Schaden und Stamina geht runter durch den Kuchen. Das heißt, er kann sich sowieso nicht regenerieren. Ich hab ihn noch bekommen. Der war doch nicht so schnell. Oh! Alter. Nur weil deine Sniper neu ist, ey. Übertreib halt. Gefunden. Ja, bei einem Spieler, bei dem vorletzten Gewinner, ne, wo du, der die Sniper gewonnen hat. Darf ich ihm Stims reindrücken? Ja, was soll ich denn machen? Der kam dazu, weil ich hab ihn betäubt und dann hab ich... Darf ich ihm Stims reindrücken? Nochmal zur Erinnerung, es ist ein Raid, das heißt, wir bedienen uns doch an den Sachen von den Leuten. Also nicht dann wirklich an alle. Nee, gib ihm keine Stims. Ja, Durst. Achso, er sollte aufwachen. Jetzt rennt er gleich weg. Wir hätten das Steine reinlegen sollen. Lass ihn rennen. Der kann sich gleich nicht mehr bewegen, weil sein Stamina auf Null geht. Und nicht regenerieren kann. Na komm, lauf. Oh. Der kann. Ich hab noch eine, keine Sorge. Geht auf seinen Kopf. Oh. Willst du gerne abdrücken? Oh, sorry. Lass ihn noch. Ich will sehen, wie der sich nicht regenerieren kann. Wie der merkt, Der sauft ab, wenn er ins Wasser geht, ne? Ja. Okay, das ist dann wieder, glaube ich, auf Null. Oh. Was ist los? Kannst du nicht mehr rennen? Ah, doch, kann er noch, okay. Du kannst nicht angreifen, auch mit dem nächsten Update, wo du angreifen kannst. Oh fuck, der Try kommt. Ich bin da mal weg. What the fuck? Ja, Leute, ne? Ich bin OP. So, in den Arsch. Ja, treibt's halt. Ich will gerne wissen, ob der Stamina hat. Der wurde auf dem Trike betäubt. Vielleicht null, okay. Ich glaube sein Fleisch. Ich hab Hunger. Hast du keine Pilze mit? Na und? Es geht. Gib ihm noch einen Kuchen. Noch einen? Dann stirbt er schneller. Ja. Ja? Wir haben ja noch. Ich hab keine mehr. Ich hab keinen Kuchen mehr. Ich hab alles verteilt. Die Leute waren nicht sehr dankbar. Ich weiß gar nicht warum. Bin ich voll gemein. Ich hatte so viel Mühe mitgemacht. Komm, stirb! Juhu! Hat er noch Stamina? Nee, oder? Kann er nicht mehr rennen? Immer die Schwarzen, ey. Immer die. Junge, ich bin immer Bruder, ja? Ich bin Bruder. Was? Ich bin auch schwarz. Da. Ah, ja. Du hast aber rote Augen. Ja. Ich bin teuflisch schwarz. Ich wollte ihn gerade verkloppen. Der hat. Die Stamina geht nicht auf Null. Irgendwie. Aber die regeneriert, glaube ich, auch nicht, ne? Wie Stamina hat der? 7,9. Ja, wenn er 150 hat, ist ja klar, weil die regeneriert schneller. Nee, der Kuchen sorgt dafür, dass Stamina runtergeht, aber der kriegt nicht weniger. Der ist quasi auf Null. Der regeneriert. Mehr. Oh, ey, das. Mann, Marvin! Was denn? Er zieht einfach auf seinen Kopf. Er bewegt sich dann tot. Er macht mehr Schaden gleichzeitig. Wollen wir sehen, wie viel er zieht? So, welches Level ist der Trike? 20. Ah! Ich mach ihn alleine. Krieg ihn alleine hin. Sieht man. Ja. Ja, Mann! Ey. Ja, du zu blöd dafür bist. Ich hab gerade nachgeladen. Ja, ich auch. Und trotzdem habe ich ihn vor dir gekillt, ja? Noob. Stirbt er so? Oh, wie lange sollen wir noch warten, bis er endlich stirbt? Was? Ja, wir könnten ihn mit Gammelfleisch. Mit dem Dillo los. Bitte. Muss Kopfschutz geben. Was zum Teufel? Kämpft, gib dir mal bitte endlich um. Soll ich einfach mal machen?
Dein Ernst, Dillo? Ich mach bleib mal bitte kurz vor mir stehen, ich will ein Thumbnail machen. Warte. Nee, hört auf ins Schießen. Achso. Komm her. Dankeschön. Okay. Dieser Dodo dran glauben. Wie viel Leben hast du noch? Oh, oh, da okay. Kippt er gerade um. Ist er jetzt tot? Ja. nimmt ihm die Handschellen wieder ab. Und jo. Der Kuchen... Ja, den Rest lasse ich hier liegen. Die Leute haben den Kuchen sehr dankbar angenommen. Die haben gesagt, er hat sich sehr darüber gefreut und der hat sehr gut geschmeckt. Ich freue mich, dass er gut geschmeckt hat. Ich will gerade die Abmoderation machen. Seid doch bitte kurz ruhig. Ja, ich werde jetzt auch noch ein lecker Stückchen Kuchen genehmigen. Und dann sehen wir uns... Hat noch einer von euch Kuchen? Ja, hab ich noch. Gib mir ja schnell einen, ich hab Hunger. Ja. Dankeschön. Ich muss aber schnell zu Hause sein, ne? Ja. Bist du tot. Njam, 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 njam. Oh, der Kuchen ist so lecker. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr da nach oben. Ich weiß, die meisten von euch hassen diesen Punkt hier, weil wir regrettet haben, Leute getötet haben, geklaut haben. Aber die alle, die den kleinen Pimmel haben, geben auch Daumen runter. Und dann, ja, abonniert den Kanal, wenn es euch getan hat. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.